bei diesen Bounce-Sendungen wird ja jeweils sehr, sehr viel auch weggeschnitten. Amig Sachen, die halt einfach nicht rein mögen haben, das ist einfach wegen Zeitgründen. Oder halt auch Sachen, die halt so blöd oder so daneben sind, dass man sie halt einfach nicht reinnehmen kann. Und ich reagiere jetzt auf die besten Outtakes von der letzten Staffel Bounce. Schauen wir ein paar Videos, Livia. Die schlechteste Arme. Position geben. Ja, stimmst du es etwa 9 Jahre? Ich muss noch ein bisschen die Kamera umschieben. Hip-Hop. Du, ich habe wieder hier das externe Ding nicht. Man war Fangulo, Alter. Minky, ey. Filia, die Put. Wisst ihr viel? Ich bin Viertel Italiener, das heisst, ich bin total die italienische Sprache bewandert. Dass der Barkeeper so eine Schnauze hat, verwundert mich nicht. Hey, wir haben nicht auch noch Barkeepers Roast, aber komm, gibt es noch andere Schnauze? interessierst du dich auch noch für Whisky? Bist du auch noch sehr gut im Grillieren vielleicht? Ja, und er liebt Irland. Oh, Irland, bestes Land. Und weißt du was? Zigarra Aficionado ist er auch noch. Pablo. Ah, oh nein, sorry. Sorry. Er muss noch etwas sagen zuerst. Er tut dich noch ansagen. Alle sind auf seinem D. Also mir. Ali? Der Ali ist auf seinem D. Aha. Er sticht ein bisschen. Ich merke es. Einfach als grosses Füdeli. Du musst einfach die D zuerst mal vertragen. Oh, jetzt hat er mich gefickt. Shit. Sorry an Ali, dass er jetzt einfach nur in das reingezogen wird, aber. Selber geschuldet, wir sind befreundet, so läuft es halt. Blablabla, kurz warten, wo wollte ich rein? Ich hätte... Und bitte. What up, hey, nein. Ja, genau. Genau, kommt das rein. Nie überleben. Ireland. Ganz nette Leute, die das Lied aber gemacht haben. Sie sind super darauf reagiert, auf unsere Reaction. Im anderen Leben. Im anderen Leben. Krimineller Wichser werden. Krimineller Vollwichser, der Gras rauchen tut. Was soll ich sagen, Bruce? Das weiß gar nicht mehr. Es ist sorry, ist auch schon, gell? Das ist zu leislich. Wir müssen Lüter haben. Mach zwei, fährt mal Lüter noch. Nein. Weißt du, wie ein iPhone? Oh, ich liebe die Momente, wenn der Pablo das iPad muss bedienen muss. Ist wirklich so 5 vor die Lesebrille führen und so. So geil. Ich habe ein ganz kleines Füdeli. Oh, du hast so einen One-Palmer. Deine Arsch kann man so mit einer Hand kann man so beide Backen tangieren. Ja, und das ist auch hot. Du weiter über mich reden und ich tue ich bin der Flipchart genommen parallel noch dazu. Ist das gut? Es gibt auch keinen Schnitt jetzt. Lass dich nicht stören, Pablo. Und dann in diesen Situationen, wenn jemand will, dass man etwas unterschreiben, ist dann bringt der Flipchart. Aber weißt du, und ich auch, dann bin ich einfach so, ich mache einfach meine Unterschrift, die ich in der Bank machen würde. Und das ist halt nicht so cool. Also, jeder Mal, wenn ich ja. Wenn dich könntest irgendwo auf der Welt herbeimen und irgendetwas machen, was wäre jetzt das Schönste für dich? Oh nein, scheiße, das könnte ganz übel. Nein, shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also. Mein Gott, das ist so geil und schlimm gleichzeitig. Katana. Nimm mal einen Schluck Wasser, Pablo. Gehst du schiessen? Nein, ich gehe gehen. Plant Love. Ja, jetzt hat sicher hohe Freude gehabt. Nein, ich. Es geht um meine Freude, Alter. Ja, das stimmt. Habt ihr schon mal so schlimmen Schiss gehabt, dass ihr euch ganz nackt abziehen müsst? Okay. Weißt du, so, wo richtig ist, so, shit, ich muss wirklich alle Kleider abziehen, ich bin jetzt ganz nackt und bin so am Schwitzen. Kennt ihr das? Ja, schlimmeres Zeug. Was erzählt? Was gibt's? Ich habe, vielleicht kennt ihr das, ich habe morbus Crohn, eine starke Bauchkrankheit. Und dann habe ich 8 Wochen lang so eine Sondentherapie gemacht, damit er entlastet ist. Dann kriegst du so durch die Sonne so Nahrung, eigentlich müsstest du es trinken. Und dann nach 8 Wochen habe ich wieder eine feste Nahrung gegessen. Also, du kannst dir nicht vorstellen, das ist der Torpedoschiss. Also weißt du, da ist gelegen wie ein Kind.
Ja. Und dann ist er da halt rausgekommen und sagen wir es mal so, das ist jetzt sehr komisch, aber das... Nein, das ist nicht komisch. Weißt du, der ist nicht so ready für so einen riesen festen Kack. Und wo der rausgesehen ist, habe ich direkt kühl. Wirklich? Ich bin so zusammengebrochen, ich habe so kühl und so... Also vor Erleichterung, vor Freude? Ja, alles so. Das ist jetzt so... Also ich muss mir vorstellen. Aber es war ein schönes Gefühl danach. Okay.